So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Bevor wir aber wie immer in den Shop gehen, kleine Infos an euch. Wie bestimmt einige schon gemerkt haben, haben wir die Freundesliste ein wenig aufgeräumt. Ja, wir haben zurzeit nur 14 Freunde. Woran liegt das? Ganz einfach, das Menü backt einfach zu viel rum. Dann in Gruppenkeile, wenn wir zusammen halt Team oder so spielen, kommen einfach zu viele einfach in die Gruppen rein und fangen an, irgendeinen Blödsinn zu machen. Seid mir da bitte nicht böse, aber deshalb haben wir jetzt zusammen im Stream gesprochen. Alle, die jetzt auf meine Freundesliste wollen, müssen halt einfach wirklich 50 Punkte im Stream erreichen. Ist einfach nur, damit wir mit aktiven Leuten spielen und nicht die, die einfach mal einmal reinkommen und machen einfach nur irgendeinen Blödsinn. Ist natürlich schade für die, die gerade neu sind, aber da sage ich ganz einfach, seid einfach ein bisschen aktiv im Livestream und schwuppdiwupp seid ihr natürlich auch mit auf der Freundesliste. Also macht euch da auf jeden Fall mal keinen Kopf. Ihr werdet definitiv auch da wieder dabei sein. Einfach ein bisschen im Chat dabei sein, ein bisschen mit den anderen reden und schon seid ihr auch wieder dabei. Ist einfach so, es ist einfach dann entspannter, wir können ganz simpel miteinander quatschen etc. pp. Weil es kommt nicht dauernd irgendeiner rein. Und natürlich, wir kennen das ganze Problem, was das Menü betrifft. Jetzt kann ich hier einfach wieder aussuchen, aber das ist halt nur möglich, wenn die Freundesliste ziemlich klein ist. Ich hoffe, ihr könnt es soweit verstehen. Wenn ihr wieder auf die Freundesliste drauf wollt und habt schon bereits die 50 Punkte erreicht, gar kein Problem, kommt in den Livestream, schickt mir einfach eine Freundschaftsanfrage und sagt mir Bescheid, wie viele Punkte ihr habt und dann werden wir das Ganze schon regeln. So, wir gehen direkt mal dann rein in den Itemshop und was sehen wir? Genau, Unendlichkeit ist wieder da. Dann, was haben wir Neues? Genau, die Leutnant-Logos. Da bin ich mal gespannt, was das gleich ist. So, aber wir fangen an mit der Barfußermittlerin. Mal wieder ein Skin. Ohne Füße, sag ich schon, ohne Schuhe. Kappa. Oh ja, das Rückenaccessoire ganz professionell. Einfach mit Panzertape festgeklebt. Man kennt es. Die Frage ist halt nur, wo wurde die vergessen? Aber der Skin an sich ist nice, aber ob er 1200 V-Bucks wert ist, hätte auch ein 800 V-Bucks Skin sein können, in meinen Augen. Aber so an sich ist er trotzdem nicht schlecht. Ich finde irgendwie, der sieht so realistisch aus. Ich weiß nicht warum. Sieht halt ziemlich echt aus. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Dann haben wir die Unendlichkeit dabei. Den Skin habe ich ja bereits schon. Den habe ich mir auch damals direkt gekauft, weil ich feiere den einfach. Er ist nice, aber gespielt habe ich ihn dann komischerweise doch nicht so oft. Auch mit dem passenden Rückenaccessoire, das habe ich inzwischen aber doch schon wieder öfters gespielt. Aber so an sich, der Skin ist wirklich nice. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. So, gehen wir mal direkt weiter. Dabei noch natürlich ewiger Nullpunkt. Wir kennen es ja. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, bei der Tarnung gibt es bei mir eigentlich wirklich nur noch Neongift. Also alle anderen Tarnungen sehen vielleicht ganz schön aus, aber Neongift kommt nichts ran. Ist einfach die beste Tarnung. So, des Weiteren haben wir hier Sternschlag. Die Pickaxe habe ich allerdings schon öfters bei manchen gesehen. Aber für 800 V-Bucks ist die auch echt nice. Also auch vom Ton her wirklich zu gebrauchen, finde ich. Ja. So, das war der Skin. Und dann kommen jetzt die ganz vielen Skins. 800 V-Bucks, alle mit eurem Logo. Heißt, sobald ihr euer Logo ändert, ändert sich das natürlich auch in dem Skin. Aber sind die alle immer rot? Ah! Warte, ich werde es euch gleich direkt zeigen. Jetzt ist das rot. Warte mal, wo kann man das nochmal ändern? Im Spind. Zack, Farbe. Machen wir jetzt einfach mal die Farbe. Anwenden, Abfahrt. Ab in den Item Shop und zack, haben die dann die Farbe. Also wenn ihr euer Logo ändert, genauso wird es dann auch auf den Skin übertragen. Ist nicht schlecht, aber ja doch, ist eigentlich okay. Hinten ist das ganze Logo dann auch nochmal drauf. Ist halt schade, dass man das Logo noch nicht freie Hand machen kann. Aber andererseits, wenn ich dann COD denke, da wird dann auch wieder viel Blödsinn gemacht von wegen, ja, ihr wisst schon, 88 etc. pp. So. Damit haben wir dann alle Skins mal soweit gesehen. Sind halt wirklich alle Stile soweit enthalten. Da muss halt jeder selbst entscheiden, ob er sich davon einen gönnt oder nicht. Also ich persönlich finde es halt echt nice, weil es halt eine Persönlichkeit ist.
Also man kann quasi mit seinem Logo den Skin selber bestimmen. Hatten wir so, glaube ich, auch noch nicht wirklich. So, oder war das vor der Show? Doch, das war sogar in Season 9. Ja, Season 9, daran merkt man das Ganze, weil ich halt erst in Season 10 richtig reinkam in den Shop. Da haben sie mich wieder eiskalt erwischt. Bevor es wieder einer in die Kommentare reinschreiben kann, war ich wieder schneller. So, dann haben wir des Weiteren den Umhang auch noch dazu. Ist genau dasselbe Prozedere. Einfach. Ganz einfach. Auch das geht auch auf der Pickaxe, okay. Also das Ganze funktioniert auch auf der Pickaxe und auf dem Umhang. Heißt, sobald ihr euer Banner ändert, ändert sich auch die Farbe von dem Banner und das Logo natürlich. Aber für 400 V-Bucks ist es eigentlich schon nice. Das 500, okay. Ist echt gar nicht mal so schlecht, die Idee. Ach, dann Kleider auch noch. Wow. Ich sag jetzt wieder OG-Kleider, ganz einfach wegen der Kleiderform. Das ist echt nicht schlecht. Das hat bestimmt hier auch noch. Wow. Man merkt schon, man kann den ganzen Skin personalisieren. Also das ist echt nicht schlecht. Also da kann aber ein Problem ist, das kostet halt einiges. Wenn du alles komplett haben willst, musst du natürlich einiges in die Hand nehmen. So, dann haben wir die Experte noch dabei. Die hat mir jetzt gefühlt auch schon 100 Mal. Ich weiß das nur wegen dem Rückenaccessoire, weil ich mir immer denke, statt ein Apple-Zeichen ist halt ein Lama. Ah, es geht jetzt natürlich auch zu gebrauchen. Das ist schon in Ordnung, der Skin. So, dann haben wir Scorpion wieder mit drin. GG. Und danke nochmal an der Stelle, der mir geschenkt hat. Ist auf jeden Fall definitiv spielbar, aber ich sage, irgendwann hat man so viele Skins, man spielt dann doch nicht jeden Skin. Deshalb sollte ich immer ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu viele kauft. Dann haben wir die Magma-Tarnung wieder drin. Hat die schon immer 700 V-Bucks gekostet. 700 V-Bucks ist so eine krumme Zahl irgendwie. Aber die Magma-Tarnung gefühlt will sie jeder haben. Aber spielen tut sie, glaube ich, doch nicht unbedingt jeder. Nicht, weil sie nicht jeder hat, aber... Na gut, auch man sieht sie schon ziemlich oft. Ich glaube, das ist mit die meist benutzte Tarnung, finde ich. Dann haben wir, jetzt kommt's, die ganzen Emotes. Achtung! Das ist mal ganz entspannte Musik. Und ja, das 15-Minuten-Video ist schon quasi fertig, wird auch noch kommen, keine Panik. Aber für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, Videos mit den 15 Minuten und den Tänzen mache ich nur für Leute, die halt YouTube-Videos machen, die Musik im Hintergrund haben wollen. Sei es für kurze Szenen oder sonst irgendwas. Wenn ihr ein Gameplay zusammenschneidet und Hintergrundmusik braucht, nehmt diese Musik. Ich sage, den Tipp kann ich euch nur immer wieder geben. Aber nicht jeder hat natürlich die Emotes gekauft, also muss er die Musik irgendwo anders herbekommen. So, dann haben wir noch den Glyphentanz. Ich finde, das sieht so nice aus beim Fisch. Dann haben wir die Gitarre-Girl. Finde ich echt cool, der Tanz. Beziehungsweise die Musik auch an sich. So, dann erstmal Dank für alle, die bis jetzt soweit da waren. Vergesst nicht, meinen Creator-Code einzutragen. Ich sage immer wieder, es werden langsam immer weniger, die ihn eingetragen haben. Liegt natürlich auch daran, dass immer weniger Fortnite spielen. Also einfach yt-familyhack und Abfahrt. So, was haben wir noch im Shop? Die ganzen Football-Sachen sind halt immer noch drin. Ich denke mal, sie werden heute noch drin sein, morgen, und dann werden sie wahrscheinlich wieder raus sein. Aber ich habe das Ganze jetzt schon dreimal gezeigt. Ich denke mal, jeder weiß inzwischen, was da los ist, hier mit den Rückennummern und alles ist verschieden einstellbar. Hier kannst du die Teams einstellen. Aber ich denke mal, das habe ich jetzt dreimal gezeigt. Eigentlich müsste jetzt jeder wissen, wie der Hase da läuft. So, dann erstmal danke für die, die jetzt nur wegen dem Shop-Video da sind. Wir gehen natürlich wieder rüber zu Rette die Welt. Ihr kennt das Spiel. Aber ich muss mal wieder sagen, es gibt leider keine V-Bucks-Mission.
Ich habe gerade eben auch noch mal nachgeguckt. Wir haben in den letzten 30 Tagen ganze 500 V-Bucks bekommen. Danke, Epic. So viel ist die Community derzeit wert. Aber wenn wir das zusammenrechnen, sind trotzdem 2000 V-Bucks, die wir allein in diesem Monat machen konnten, durch Tagesaufgaben und zusätzliche Missionen. Kann man immer noch mit leben, aber es ist trotzdem in meinen Augen ein Tick zu wenig. So, was kriege ich heute? Lama, Lama. Zack, zack, zack. Da ist nicht viel. Hier hat es auch nicht viel getan. Ab in den Lama-Shop. Geht was umsonst? Nein. Update-Lama. Ganz normal. Dann nochmal legendäres Trollschatz-Lama. Und dann haben wir noch schnell zwei Upgrade-Lamas. Diesmal werde ich sie mal aufmachen. Und da ist schon mal nichts drin. Ja, ja. Überlebende ist immer gut. Ich brauche unbedingt die Skizzen, ey. Also die Handbücher für die Überlebenden. Und. Ah, wenigstens. Ja, zwei Überlebende. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal wichtig. Denn hier im Shop hat sich aber auch nichts geändert. Ist alles noch beim Alten. Ihr seht ja. Hier habe ich schon alles rausgekauft. Hier kaufe ich mir wirklich immer jeden Helden. Deshalb, ich muss eigentlich mal wieder ein bisschen mehr Rettet die Welt spielen, damit ich mal ein bisschen mehr Gold habe. Weil wenn die nächsten Helden reinkommen, habe ich da, glaube ich, echt ein Problem. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Denkt dran, gebt nicht zu viel Geld aus. Und in dem Sinne, haut rein.